Aber zurück zum Geschäft. Ihr wisst so gut wie ich, dass wir Marker zu diesen Bedingungen nicht abgeben können. Bei Shaws Knochen. Wo werden diese Forderungen noch enden? Dann lasst hören. Wir wollen eine Entschädigung für das Massaker von Kartwasten. Ihr habt die abgeschlachtet, für die ihr angeblich kämpft. Wahre Söhne von Himmelsrand würden so etwas nie tun. Verfluchte kaiserliche Lügen. Meine Männer würden nie zu solchen Mitteln greifen. Nicht einmal als Vergeltung für das Massaker bei... Heimatland, Tullius. All das Blut, das hier vergossen wurde, habt ihr zu verantworten. Boah, geh mir auf die Eier, ey. Was meint ihr? Ulfric sollte euch für Kartwasten entschädigen. Gut gesagt. Endlich werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Das ist wohl der fairste Handel, auf den wir hier hoffen können. Dann würde ich sagen, wir haben ein Abkommen. Jarl Ulfric, General Tullius, dies sind die Bedingungen, die derzeit zur Debatte stehen. Markarth wird den Streitmächten von Ulfric übergeben. Jarl Igmund tritt zurück und Tongvor Silberblut wird neuer Jarl von Markarth. Die Sturmmäntel werden sich aus Rift zurückziehen, damit die Truppen des Kaiserreichs ungehinderten Zugang... Rifthorn heißt die Stadt, du Idiot. Ja, Laila Rechtsprecher wird zurücktreten und Maven Schwarzdorn wird Jarl von Rifthorn. Die Sturmmäntel werden eine angemessene Entschädigung für das Massaker bei Kartwasten bezahlen. Ihr beide stimmt dem zu? Die Söhne von Himmelsrand werden sich an ihre Vereinbarungen halten. Solange die Kaiserlichen sich auch an ihre halten. Das ist ja schön. Was ist mit euch, Elisif? Sind diese Vereinbarungen euch genehm? Sprecht nur frei heraus. Sicher wartet General Tullius schon darauf, euren Wünschen zu entsprechen. Ich habe diesem Mörder nichts zu sagen. General, ihr habt euch als guter Freund von Himmelsrand erwiesen. Ich verlasse mich weiterhin darauf, dass ihr alles tut, um unsere Interessen zu schützen. Ich danke euch, Jarl Elisif. Ich weiß eure Loyalität zu schätzen. Das Kaiserreich kann mit diesen Bedingungen leben, ja. Für einen vorübergehenden Waffenstillstand, bis die Drachenbedrohung aus der Welt ist. Danach, Ulfric, wird abgerechnet. Darauf könnt ihr euch verlassen. Kommt, Kalmar. Vor uns liegt viel Arbeit. Markarth aufzugeben ist ein hoher Preis für diesen Waffenstillstand, Drachenblut. Ich hoffe, die Sache war es wert. Ich nehme an, dass ihr mit dem Plan des Drachenblutes vertraut seid, Jarl Balgruuf. Ja, ich bin bereit, meinen Teil beizutragen. Gebt einfach das Kommando. Dann werden meine Männer euch helfen, diese Falle zuschnappen zu lassen. Aber das Problem bleibt. Wie soll man einen Drachen überhaupt nach Drachenfeste locken? Nun, das ist eine hervorragende Frage. Ihr habt dieses kleine Detail doch nicht übersehen, oder? Ah, ich glaube, hierbei kann ich euch behilflich sein. Ich habe schon mit diesem Problem gerechnet. Während ihr dieses Treffen vorbereitet habt, habe ich die Bibliothek des Tempels der Himmelszuflucht besucht. Ein vergessener Schatz verlorenen Wissens. Aber das Wichtigste ist, dass die Klingen die Namen vieler getöteter Drachen aufgezeichnet haben. In Kombination mit Delphins Karte von Drachenfriedhöfen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich einen der Drachen gefunden habe, die Alduin wieder zum Leben erweckt hat. Und wie soll uns das genau helfen? Versteht ihr denn nicht? Nein! Die Namen der Drachen bestehen immer aus drei Wörtern der Macht. Schreie. Wenn ihr den Drachen mit der Stimme ruft, wird er euch hören, wo immer er sich auch aufhält. Und warum sollte er überhaupt kommen, wenn ich den jetzt rufe? Er wird dazu nicht gezwungen. Aber Drachen sind von Natur aus hochmütige Kreaturen und würden nie eine Herausforderung ablehnen. Insbesondere eure Stimme sollte diesen Drachen interessieren. Immerhin habt ihr Alduin besiegt. Da hast recht. Es ist für höchstwahrscheinlich, dass er nicht widerstehen kann und eurem Ruf nachkommen wird. Und wie lautet der Name dieses Drachen? Oh, in der Tat. Im Gegensatz zu diesen werten Herren bin ich kein Meister der Stimme. Aber es steht hier in dieser Schriftrolle geschrieben. Od
Arvin. Geflügelter Schneejäger, wenn ich das richtig verstehe. Es gibt da wohl leider ein Problem. Wir wissen von Patronus. Ein schwerwiegenderes. Ich habe herausgefunden, wer der wahre Anführer der Grauwerte ist. Ach so. Ja, das ist, stimmt. Ach genau, die sind ja gegen Drachen. Oh, scheiße. Er hat mir aber trotzdem geholfen, ey. Ich kann für den Bürgen, ohne Scheiß. Schon gut. Wir haben seine Hilfe gebraucht. Aber jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Und es ist höchste Zeit, dass ihr für seine Verbrechen bezahlt. Nein, gib es nicht. Und er ist nicht irgendein Drache. Er war Alduins rechte Hand. Das mag sein. Er hat Taten begangen, die so abscheulich waren, dass sie tausende von Jahren später immer noch nicht vergessen sind. Er muss sterben. Er hat den Tod verdient. Und eure Aufgabe ist es, ihn zu töten. Wird nicht passieren. Bis er tot ist... Nun, es tut mir leid, aber wir würden unseren Eid als Klingen verraten, wenn wir euch weiterhin helfen würden. Ohne Scheiß, ich habe jetzt hier... Töte Patronax am Arsch. Ich will aber nicht. Was Patronax angeht... Trefft eure Wahl, Drachenblut. Ihr seid entweder für uns oder gegen uns. Ja, halt gegen euch, ihr Otzen. Warum soll er sterben? Ganz grob gesagt, er hat Alduin geholfen, unsere Vorfahren zu versklaven. Am Ende mag er Alduin verraten haben, doch das macht es nur schlimmer, nicht besser. Wir dürfen Patronax keine Gelegenheit geben, im Gegenzug uns zu verraten und zu seinem alten Herrn zurückzukehren. Das gefällt mir alles überhaupt nicht hier. Jetzt bin ich gerade pisst. Und zwar heftigst. Jetzt brauche ich mal eben eine Pause. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Sei ruhig. Ich weiß, dass ich jetzt nicht wieder am Anfang eines Videos, aber das ist halt am Anfang einer neuen Aufnahmesession. Und es ist außerdem das erste Video, was ich im neuen Jahr 2012 aufnehme. Hooray! Das Problem ist, ihr hört es vielleicht, 2012 ist nicht so geil gestartet für einige. Dennis beispielsweise hat einen kaputten PC. Ist richtig geil. Der ist jetzt aber aktuell noch in Hamburg. Der kommt erst die Tage wieder. Wir haben überhaupt gar keine Minecraft-Adventure-Folgen mehr. Da muss ich mir noch mal was überlegen. Nur, leider habe ich das Problem aktuell, dass ich ein bisschen krank bin. Vielleicht hört man es auch. Tja, das heißt, wir haben alle so kleine Probleme. Ja, wir stellen uns aber auch an. Ich meine, das ist ja nur eine Erkältung. Ich glaube, ein kaputter PC wird mich härter treffen. Nur tut mir leid, dass ich jetzt halt... ein bisschen kackche klinge. Wahrscheinlich nicht mehr so angenehm zum Anhören wie normalerweise. Ja, und ich muss zwischendurch husten. Das tut mir leid. Kann ich nur nicht allzu viel gegen machen. Was ich vorhabe, ich möchte gerne dem Drachen oder wegen eine Falle stellen. Eigentlich soll ich ja auch Patronax oder wie der heißt töten. Aber da habe ich ganz, ganz wenig Interesse daran. Hatte ich ja schon mal angedeutet. Der große Baum in Weißlaufs Windbezirk wird Güldengrünbaum genannt und wird von Anhängern der Kakas, ich weiß nicht so genau. Haben einen Waffenstillstand zwischen den Sturmmänteln und den kaiserlichen Truppen vereinbart. Aber wie lange der wohl halten wird? Ja, bis ich die Drachen kaputt gemacht habe. Ist ja wohl klar. So, wie läuft denn der Hase jetzt hier überhaupt? Ich will dem Drachen irgendwie eine Falle stellen. Ich habe aber keine Ahnung, wie das laufen soll. Also ich... Da muss ich erstmal mit dem hier quatschen. Und geht ab. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Seid ihr bereit, die Falle für den Drachen zuschnappen zu lassen? Meine Männer stehen bereit, wie versprochen. Die großen Ketten sind geölt. Wir warten auf euer Kommando. Die großen Ketten sind geölt, sagt er. Okay, ich bin bereit. Fangen wir den Drachen. Bin ich denn überhaupt bereit? Ja, doch. Meine Männer wissen, was zu tun ist. Stellt sicher, dass ihr eure Schuldigkeit tut. Ich lege das Schicksal meiner Stadt in eure Hände. Ja, das kriegen wir hin. Moment, wieso werde ich denn jetzt in diese Richtung geleitet? Wir müssen erstmal den richtigen Schrei drauf machen. Drachenfall ist nicht der richtige, Drachenruf ist der richtige. Oder Wing, höre meine Stimme und erscheine. Ich rufe dich herbei in meiner Zeit der Not. Das ist natürlich ganz schön frech. So, wir müssen zur Großstufe.
Zu den begehrtesten Artefakten der Gefährten, Sandy. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Wo sind denn alle? Ach, hinter mir. Will ich da nicht nochmal eine Waffe etwas verbessern? Ladung. Kleiner Seelenstein. Kleiner Seelenstein. Kleiner Seelenstein. Ja, nochmal so einen kleinen Seelenstein. So, jetzt ist der Quatsch nämlich wieder geladen. 25 Punkte zusätzlich Schaden bei Drachen, 10 Punkte Blitzschaden bei anderen. Und jetzt können wir hier auch wieder ein bisschen abgehen. Wieso ist der denn jetzt hier nicht so geil am Blitzen? Aha! Schon besser! Dann ruft euren Drachen mal. Wir sind bereit. Ja, ich habe das jetzt auch vor. Ich musste mich nur kurz vorbereiten, wenn es recht ist. Ihr habt doch einen Plan parat, um einen Drachen anzulocken, oder? Habe ich eigentlich auch gerade gemacht. Das verstehe ich jetzt nicht. Wo ist er denn jetzt? Hört ihr das? Da ist er ja. Das war's mit ihm. Die Frage ist, wie viele Tränke habe ich noch? Ich glaube nicht so viele. Objekte will ich gar nicht sehen. Bei den Schreien, da gibt es doch diesen Drachenfall. Den wollte ich doch auch mal ausprobieren. Wie, das reicht? Am Arsch, das reicht. Was bist denn du für ein Pussy? Dovahkiin, hier bin ich. Ja, ich sehe, dass du da bist. Wieso hat das gar nicht geklappt? Was? Oh, ich hasse diesen Drachenfallschrei. Der funktioniert vorne und hinten nicht. Aber wenigstens kommt er wieder. Wer blockt mich denn hier so scheiße? Nächsten Fast Dovahkiin auf die Fresse. Habe ich den nicht gerade getötet? Ich bin doch nicht blöd. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Ich bin mir relativ sicher, dass ich gerade den fast runter hatte. Um einen Drachen anzulocken, oder? Was machen wir denn mal für einen Schrei drauf? Eisform? Frostatem. Oder unerbittliche Macht. Probieren wir das doch mal. Oder muss ich den jetzt erst wieder mit dem Ding runterholen? Ne, der ist eigentlich von alleine gekommen, wenn ich das richtig gesehen habe, wa? Er hat jetzt wieder den Typen mitgenommen. Hui! Und tschüss. Ich hab den gerade, glaube ich, echt eingefroren kurz. Irgendwie sowas, glaube ich. Geh mal weg da. Komm wieder her. Wie langsam fliegt denn der? Ja, ich weiß. Irgendwie klingt der nicht so, als hätte der erwartet, dass ich dem auf die Fresse hau. Naja, das ist wahrscheinlich der Witz von Fallen, wa? Wo ist er denn jetzt hin? Da. Oh oh. Aber jetzt muss ich ja doch den verkackten Schrei da benutzen, ey, damit er wieder zu uns kommt. Schreie, Drachenfall. Was ist er denn jetzt? Nicht, euch vor mir zu verstecken. Ich versteck mich doch gar nicht, was soll denn der Scheiß?